Wort noch nicht gesprochen, auch nicht hier im Studio. Zum Streitgespräch sind heute bei uns Carsten Brückner, Vorsitzender von Haus und Grund, dem Bund der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine. Schönen guten Abend. Und Klaus Mindrup, er ist Sprecher der Berliner SPD-Bundestagsabgeordneten, hat am Bundesgesetz mitgearbeitet, das dem Berliner Senat gesetzlich überhaupt erst dieses Umwandlungsverbot erlaubt hat. Herr Brückner, seit 1991 sind 400.000 Wohnungen in Eigentumswohnungen, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Zwei Drittel davon sind vermietet. Das bedeutet, da besteht offensichtlich kein Eigentum bzw. kein Eigenbedarf. Ist das ein Geschäftsmodell, das Sie gut finden? Es ist ein Geschäftsmodell und für die privaten Einzeleigentümer, deren Vorsitzender ich bin, ist es ein Geschäftsmodell. Nämlich das Geschäftsmodell heißt Altersvorsorge. Es ist jahrzehntelang investiert worden, um dann im hohen Alter davon leben zu können. Und diese Möglichkeit wird jetzt offensichtlich abgeschnitten. Und Sie wollten den Menschen in Berlin die Altersvorsorge wegnehmen, indem Sie ein Bundesgesetz gemacht haben, dass Berlin diesen Zuschnitt ermöglicht? Nein, überhaupt nicht. Die Menschen können ja weiterhin ihre Altersvorsorge haben, indem sie vermieten. Aber sie sollen bitteschön nicht spekulieren zulasten der Mieterinnen und Mieter. Das ist ein ganz großer Unterschied. Inwiefern ist diese Vermietung jetzt aus Ihrer Sicht dann nicht schwieriger geworden? Die Vermietung ist deswegen schwieriger geworden, weil wir haben ja festgestellt, vor kurzem gab es den Versuch des Mietendeckels. Es gibt eine Vielzahl von Miethöhe regulierenden Vorschriften und da wird auch in Zukunft nach der Bundestagswahl nicht Halt gemacht werden. Von daher ist die Vermietung keine dauerhafte Option, wenn es um große Beträge geht, insbesondere wenn es zum Beispiel um Pflegeheim geht, in das ich einziehen muss. Da brauche ich natürlich größere Beträge als die Mieteinnahme. Sie holen gerade Luft, Herr Mindrup, ja? Und das soll dann zulasten der Mieterinnen und Mieter passieren. Also ich bin wirklich der Auffassung, man braucht Vermieter und Mieter. Aber Endmieter sind etwas anderes als Vermieter. Und das habe ich im Deutschen Bundestag deutlich gemacht. Deswegen habe ich mich von Anfang an für diese Regelung eingesetzt und bin froh, dass ich mich da durchgesetzt habe. Denn das eine ist ein Spekulationsgeschäft, das andere ist ein normales Geschäft zu vermieten. Und da muss man sich an Regeln halten. Und es kann nicht sein, dass wir Regeln zur Vermietung haben. Und dann gibt es ein großes Scheunentor, was man umgeht, was dann zur Verdrängung der Mieterinnen und Mieter führt. Und ich lebe mitten im Hotspot des Prenzlauer Berges, wo ich diese Fälle sehe, die dann zum Teil heulend bei mir in der Bürgersprechstunde sitzen, weil sie sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können, beziehungsweise weil sie eine Eigenbedarfsgenehmigung haben. Also die Entwicklung ist einmal, wenn wir gesehen haben, das Zweckentfremdungsverbotsgesetz ist 1993 im November erlassen worden. Wir hatten seitdem 8 Jahre Zeit, etwas an der Situation im Land Berlin zu ändern. Das hat die Politik offensichtlich nicht geschafft. Und die Gesetzesbegründung sagt ja selber, das müssten Sie am besten wissen, wenn Sie an dem Gesetz mitgearbeitet haben. Es ist ja darauf ausgerichtet, dass Investoren, dass gewerbliche Eigentümer nicht mehr die Möglichkeit haben zu spekulieren. Und das sind eben nicht die privaten Einzeleigentümer. Werden denn die Mieten jetzt dadurch steigen, dass die Eigentumswohnungen sozusagen begehrter werden aus Ihrer Sicht? Oder ist das für die Mieter sekundär? Also die Mieten steigen sicherlich oder besteht ein Zusammenhang zwischen steigenden Mieten, wenn nicht genug Wohnraum vorhanden ist. Dass jetzt die Umwandlung von Wohnraum in Eigentumswohnungen, die aber weiterhin vermietet werden, dass das zu einer Mietsteigerung führt, das sehe ich nicht. Herr Mindrup, also die Grünen, ja, wollten Sie es noch? Also wir haben eine Situation, und das sehe ich in der Praxis, selbst in meinem Büro hatte ich mehrere Fälle von Eigenbedarfskündigungen. Und wir haben zwar eine Erfassung, wie viele Wohnungen umgewandelt werden, wir wissen aber nicht, wie viele Eigenbedarfskündigungen tatsächlich ausgesprochen werden. Und der wirtschaftliche Anreiz, Menschen zu kündigen, um dann die Wohnung anschließend teurer zu vermieten, ist eben riesengroß. Deswegen hatten wir einen Konsens beim Mietengipfel bei der Bundeskanzlerin, das ist etwas von der SPD gefordert, dass wir gesagt haben, das muss eingestellt werden. Da gab es einen breiten Konsens zwischen allen Ländern. Ich glaube, die Wohnungswirtschaft war auch dabei, dass wir gesagt haben, wir wollen seriöse Vermietungsmodelle, unseriöse Modelle wollen wir nicht. Wir haben auch gesagt, bis 5 sozusagen ist es was anderes. Und ich verstehe nicht, dass dieser Konsens hier von Haus und Grund aufgekündigt wird. Also trotzdem spielt es ja allen, die in der Eigentumswohnung sitzen, jetzt sitzen in die Karten. Also die Werte steigen einfach. Die Wirtschaft sagt, der Wohnungsmangel ist ja ohnehin schon stadtbekannt. Die Wohnungswirtschaftsverbände fordern aber Priorität Wohnungsbau und Investitionssicherheit. Also ist das jetzt eine Makulatur oder ist es nicht streng genug oder ist es endlich mal Gerechtigkeit, aber wirkt nicht viel. Wir haben ja eine Investitionssicherheit. Wenn Sie heute Mietwohnungen bauen oder Eigentumswohnungen bauen, haben Sie doch eine Sicherheit. Ist doch völliger Quatsch, dass sozusagen für Neuinvestitionen keine Sicherheit besteht. Wir haben ja sogar die Neuinvestitionen angereizt durch KfW-Programme und durchs Baukindergeld. Da darf ich Sie kurz unterbrechen, wenn ich ein Haus kaufe, dann muss ich vorher sicherstellen, dass alle meine Mieter, wenn ich verkaufen will, so solvent sind, dass ich dann später auch verkaufen kann. Also schwächere Mieter nehme ich dann nicht.
Sie übernehmen das doch im Bestand mit den Mietern. Und dann haben wir Wohngeld und das ist doch das Wesentliche, dass wir in Deutschland eine Situation haben, dass wir das Vermietungsgeschäft auch durch staatliche Unterstützung stützen, dass es ein sicheres Geschäft ist. Das ist doch der große Unterschied in Deutschland zu anderen Ländern, wo wir sowas nicht haben. Deswegen haben wir doch so eine hohe Mieterquote und es ist eine sehr sichere Geldanlage. Ansonsten würden ja nicht so viele Leute in dem Bereich investieren. Und bitte, auch ohne zu sagen, sie kündigen, es gibt ja große Wohnungsbaugesellschaften. Wir müssen zum Ende kommen. Eine kurze Replik noch. Interessant war was anderes, was gesagt worden ist, nämlich durch dieses Gesetz soll offensichtlich ein Grundrecht abgeschafft werden, nämlich das Eigentumsrecht, wenn Eigenbedarfskündigungen grundsätzlich ausgeschlossen werden sollen. Das können wir natürlich nicht mitmachen und deswegen kein Konsens. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass auch das Besitzrecht an der Wohnung vom Eigentumsrecht garantiert ist. Trotzdem bleibt der Eigenbedarf als Kündigungsmöglichkeit im Gesetz bestehen. Im Sinne eines Streitgesprächs danke ich Ihnen. Sie haben zum Ende Fahrt aufgenommen. Das zeigt, die Diskussion ist noch nicht beendet. Ich danke ganz herzlich Carsten Brückner von Haus und Grund und Klaus Mindrup von der SPD.